Geschichte schildert, wie Olli seinen Freund Stan mit nach Hause nahm, um ihm zu zeigen, welche dicke, feurig-saftigen Pfeffersteaks seine liebe Gattin mittags zu servieren pflegte. Oh, wie schön, Sie zu sehen, Mr. Hardy. Auch ich bin entzückt, Mrs. Pitchmaker. Darf ich Ihnen meinen Freund Stan Laurel vorstellen? Reizend, Sie kennenzulernen. Da müssen wir aber machen. Adelaide wartet. Psst! Wir wollen sie überraschen. Du sollst deine Melone absetzen. Ich werde sie rufen. Ich habe eine schöne Überraschung für dich, mein Schnuckelhäschen. Und da steht die Überraschung. Ich habe versprochen, ihm zu zeigen, welch schöne, runde, dicke, saftige Pfeffersteaks du zu machen imstande bist. Und jetzt wirst du uns noch mit solchen Steaks erfreuen, mein Schnuckelhäschen. Nun möchte ich dir mal was sagen, mein Dicker. Deine dämlichen Freunde, die du immer zum Fressen herschleppst, sind mir völlig schnuppe. Ich bin doch nicht euer Dienstbolzen, der hier laufend eure Wampe zu füllen hat, sobald es euch beliebt. Willst du etwa damit sagen, dass Stan, der mein Gast ist, kein Steak vorgesetzt bekommen soll, obwohl ich ihm ausdrücklich die Güte und Qualität dieser Steaks in anschaulicher Weise geschildert habe und schließlich ist er hungrig und ich ebenfalls? Halten Sie Ihre Klappe! Und nun bekommt Stan eine Gardinenpredigt zu hören, wie sie für Olli zur schönen Selbstverständlichkeit geworden ist. Stell diesen Wimmerkasten ab, du Knallkopf! Oh! Ach, macht doch, was ihr wollt, ihr eingebildeten Hornochsen! Ich gehe! Von jetzt ab werde ich nicht mehr der Kuli für dich und deine Fresskumpanen sein, die Dienstmagd am Herd! Das schwöre ich dir! Und Sie, Mohnkalb, sind der Schlimmste! Wenn man schon Ihre Visage sieht, wird einem schlecht! Also, dann geh ich. Du bleibst hier. Ich koche jetzt. Würdest du die Güte haben, mir ein wenig zur Hand zu gehen? Aber bitte. So. Lass deine Finger davon. Geh in die Küche. Kannst du nicht aufpassen? Setz die Melone ab. Und zünde inzwischen den Gasherd an. Hast du Streichhölzer? Lass mich das machen. Deck inzwischen den Tisch fertig. Du lachst und schämst dich überhaupt nicht? Ich hätte mir ein Bein brechen können. Starr mich nicht so an. Sag mal, du schaltest das Gas an und gehst weg? Beunruhigt
Durch die diversen Detonationen erscheint nun die schöne Nachbarin Mrs. Pitchmaker und bietet den notleidenden Herren ihre Hilfe an. Aber ich mache Ihnen doch gern schnell ein Essen. Das ist für mich ein Vergnügen. Mrs. Pitchmaker, Sie sind ein überirdisches Wesen. Steh nicht so rum wie ein Ölgötze. Tu was! Oh, wie willst du? Hilfe! Hilfe! Oh, ich verbrenne! Löschen Sie mich! Oh! Oh! Oh. Ausmachen! Oh! Jetzt kann Olli nur noch die Notbremse ziehen, um die brennende Nachbarin zu retten. Und dann die Blöße des überirdischen Wesens mit blütenweißem Weiß bedecken. Meine Herren, bevor ich Ihnen eine Mahlzeit bereite, müsste ich mir noch dringend eine neue Oberbekleidung aus der Wohnung holen. Ich bin gleich wieder zurück. Mein Mann! Olli weiß natürlich sofort, was ein echter Kavalier zu tun hat. Doch da kehrt überraschenderweise die entlaufene Katrin zurück. Adelaide! Schnell, wir müssen sie verstecken! Nee. Am besten hier, in der Reisekiste. Nein, du doch nicht, du Idiot! Nehmen Sie Platz, Mrs. So. Adelaide, die Gute, hatte sich noch einmal überlegt. In Anbetracht der leiblichen Not ihres Gatten will sie weiterhin an seiner Seite ausharren. Und sie hat sogar etwas zu essen mitgebracht. Eine ganze Tüte harte Eier. Wie was? Olli ist auch nicht mit harten Eiern zu bewegen, sich weiterhin solchen Demütigungen auszusetzen. Und deshalb wird er unverzüglich fortgehen. Psst, wir müssen hier raus. Wir haben soeben meine Sachen gepackt. Bitte gib den Weg frei. Ich ziehe aus. So, das haben Sie uns eingebrockt, Sie Mondkalb. Wenn man Sie nur ansieht, weiß man doch schon. Oh! Wachtmeister Pitchmaker ist über die angeregte Stimmung in der Nachbarwohnung doch etwas besorgt. Er wird deshalb mal nach dem Rechten sehen. Was sind das für Sitten? Man hat mich tief gedemütigt. Das ist natürlich schlimm. Wer Frauen demütigt, der stiehlt, betrügt, zündet Häuser an und verführt kleine Kinder. Solche Elementen wird hier rüber runtergenommen. Wir müssen jetzt leider gehen. Moment mal. Da stimmt doch was nicht. Ach, so ist das. Ihr schrägen Vögel habt eine Biene drin. Ja. Ja, das ist ja... Ja. Mrs. Hardy? Beruhigen Sie sich. Ich werde mit den beiden draußen mal ein Wörtchen reden. Trag die Kiste rüber, zu mir in die Wohnung. Und dabei müssen wir dringend verreisen. Und jetzt kriegen wir den Zug nicht mehr. So, nun werden wir mal ein Wort unter Männern reden. Also, eins müsst ihr euch merken. Wenn man noch so einen flotten Käfer nebenbei hat, dann kann man den doch nicht mit auf die Bude nehmen. So, so. Ich habe Erfahrung in solchen Sachen. Aber die mache ich ganz anders. So, Jungs. Nun lassen wir die Kiste mit der Biene hier stehen und versöhnen uns mit der Frau Gemahlin, wie sich das so für anständige Ehemänner gehört. So ein Halunke. Na, warte. Mrs. Hardy, hier hat jemand ein nettes Wort zu sagen. Und einen schönen Tag noch. Oh, Liebster. Jetzt müssen wir endlich was essen. Stan, setzen Sie sich dorthin. Hallo? Sie sind jetzt in Sicherheit. Ich habe zur Feier des Tages extra Kaffee und Sauerkraut gemacht. Jetzt hat meine Hose aber genug Sauerkohl. Ihr müsst euch vertragen, Jungs. Wir wollen doch Versöhnung feiern. Mein süßes Vögelchen, ich werde dich jetzt aus dem Käfig befreien. Manu? Leer? Das war gar nicht schön. Meine Alte.
Essen, Dickerchen. Komm mal her, mein Junge. Ich? Schon kleiner. Aber ich wird er mich auch schlagen? Wir sprechen draußen. Er will draußen sprechen. Aber dann haut er auf meine Nase und du bist schuld. Flossen runter. Wiedersehen.